Seit 20 Jahren tobt ein erbitterter Bürgerkrieg im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Unzählige Frauen und Mädchen wurden bereits Opfer von Vergewaltigungen und brutaler sexualisierter Gewalt. Fast immer unter Einsatz von Waffen. Die kongolesische Regierung wird seit Jahren mit großen Mengen an Waffen verschiedenster Art beliefert. Im Kongo, wie in der ganzen Welt, gehören die USA zu den wichtigsten Waffenlieferanten. Die US-Regierung genehmigt die Waffenverkäufe, obwohl sie weiß, wie hoch die Gefahr ist, dass ihre Waffen für schwerste Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden. Ein gültiger Waffenkontrollvertrag würde solche Lieferungen verbieten. Vom 18. bis 28. März wird der Vertrag zur Kontrolle des Waffenhandels bei der UNO verhandelt. Amnesty International fordert von US-Präsident Obama die Unterzeichnung des Waffenkontrollvertrages. Außerdem fordern wir die Verschärfung des Waffenembargos gegen die Demokratische Republik Kongo.